Sind sie nicht auch schon oft vom Leben oder von Menschen enttäuscht worden? Ich jedenfalls kenne keinen, der dieses zuweilen recht schmerzhafte Erlebnis nicht gemacht hat. Nach jeder Enttäuschung geht es den meisten Menschen einfach schlecht. Ihre Illusionen vom Leben oder ihr Bild von einem Menschen hat sie getäuscht, und das, was sie sich vom Leben oder anderen Menschen heimlich gewünscht haben, ging nicht in Erfüllung. Eigentlich sollten wir aufgrund eines solchen Erlebnisses nicht traurig oder gar frustriert sein, sondern eher froh. Nichts bringt uns der Wahrheit näher, als von Illusionen oder Täuschungen befreit zu sein. Gerade in der deutschen Sprache gibt es ja viele Worte, die schon alleine durch sich selbst eine Weisheit ausdrücken. So bedeutet das Wort Enttäuschung nichts anderes als etwas bewusst, in die Urform zurückzubringen, frei von dem zu sein, was man zeitlebens geglaubt hat. Wer in Illusionen oder Täuschungen lebt, sich selbst oder andere täuscht, erwacht, sofern er sich dessen bewusst ist, in einer anderen Welt. Sein Blick wird frei und kann sich nun Dingen öffnen, die er in seiner ehemaligen Vorstellungswelt, seinem Glauben oder seiner Meinung niemals hätte erleben können. Sicher. Besonders schmerzhaft wird es für Menschen, die felsenfest oder gar fanatisch von ihrem Glauben oder ihrer Meinung überzeugt sind, obwohl das vielfältige Leben etwas anderes zeigt. Etwas Altes, unbrauchbar gewordenes plötzlich loslassen zu müssen, bringt immer Leid und Angst für einen Menschen mit sich, vor allen Dingen, wenn seine Ansichten so verhärtet sind, dass er nichts Neues sehen will und keine anderen Gedanken oder Ideen mehr zulassen kann. Noch schlimmer verhält es sich bei Menschen, die andere aufgrund unterschiedlicher Interessen täuschen, indem sie Zustände schön bzw. schlecht reden oder gar verschleiern. Wer an einem alten Zustand festhält, weil er glaubt, dass er nicht besser werden kann, ist ein Ignorant. Wer aber öffentlich behauptet, dass man sich in sein Schicksal fügen muss, obwohl er insgeheim weiß, dass es auch anders und womöglich besser geht, ist ein Betrüger. Auch der Glaube spielt neben den Illusionen und Täuschungen in der Menschheitsentwicklung eine große Rolle. Er hat aber schon eine Menge Unheil angerichtet. Religionskriege, Kreuzzüge, Heilige Kriege, Inquisitionen und so weiter sind einige der unrühmlichsten Kapitel in der Menschheitsgeschichte. Im Grunde glauben alle diese religiösen Bewegungen, unabhängig von ihrer Terminologie, an dieselbe himmlische Kraft. Und doch meint nahezu jede, dass sie der Wahrheit am nächsten ist. Eine alte Geschichte erzählt, dass einst zwei Mönche sich über das Leben nach dem Leben unterhielten. Beide hatten so ihre Vorstellungen davon, und da sie sich nicht einig werden konnten, beschlossen sie, dass derjenige, der als erstes ins Jenseits hinübergeht, dem anderen im Traum berichten sollte, wie es dort sei. Sie wurden beide steinalt, und eines Tages starb der eine. Eine lange Zeit danach geschah nichts. Aber eines Nachts träumte der noch lebende Mönch von seinem Kollegen, und so fragte er ihn im Traum, nun sag schon, wie ist es im Jenseits? So, wie ich es gesagt habe, oder wie du es meintest? Da schmunzelte der Verstorbene und sprach, so, wie du es erzählt hast, und so, wie ich es geschildert habe, und doch, ganz anders. Hören Sie nun in der nachfolgenden Podcast Geschichte Lasse deine Illusion ziehen, wie es einer sterbenden Frau erging, die sich vor dem Tod oder vor dem, was danach kommt, fürchtete. Alter Weiser wurde einmal zu einer sterbenden Frau gerufen. Am Bett fragte ihn die Sterbende, wie es denn sei nach dem Tode, und ob sie sich fürchten müsse. Der Weise wurde ganz still, ging in sich und übergab die Frage der sterbenden Frau seinem Innersten. Nach einer Weile der Betrachtung schaute er in die bereits sehr geschwächten, und etwas verzweifelten Augen der Sterbenden, lächelte sie gütig, mitfühlend und voll tiefer Weisheit an und begann zu erzählen. Vor einiger Zeit hatte ich einen seltsamen Traum. Ich befand mich in einer unvorstellbar großen Halle. Sie war mächtig, dass es mir unmöglich schien, sie mit menschlichen Worten zu beschreiben. Diese Halle aber hatte kein Dach, sondern war nach oben hin geöffnet, und es drang dort ein solch strahlendes Licht herein, dass selbst der Gedanke daran mich immer noch mit unendlicher Glückseligkeit erfüllt. In dieser Halle waren unzählige Menschen, die aufgeregt durcheinander liefen, so als ob sie ganz dringend etwas suchten. Ich selbst ging durch diese Halle hindurch, die keinen Anfang und kein Ende zu nehmen schien, und es war mir, als ob dieser Ort nicht von dieser Welt wäre. Es kam mir so vor, mich in einer unermesslich großen Bahnhofshalle mit unzähligen Bahnsteigen zu befinden, an denen unaufhörlich dunkle, gespenstische Schattenzüge abfuhren und ankamen. Die Menschen hetzten von einem Bahnsteig zum anderen, immer in der Hoffnung, einen der Schattenzüge zu erreichen, um schnellstmöglich diese seltsame Wartehalle verlassen zu können. Doch wenn sie auf einem der Bahnsteige ankamen, da waren diese unheimlichen Züge schon wieder abgefahren, und in den Gesichtern der gehetzten Menschen zeigte sich nur noch Entsetzen und tiefe Enttäuschung. Doch dies hinderte sie nicht, gleich nach dem nächsten Schattenzug zu laufen, der wiederum auf einem anderen Bahnsteig abfuhr. Leider vergebens. Dort völlig außer Atem angekommen, konnten sie nur noch die im Nebel verschwindenden Rücklichter des Zuges erkennen. Das wiederholte sich unzählige Male, so daß es mir schwerfällt, all die Enttäuschung und Mutlosigkeit der Menschen zu schildern, die mir auf diesem merkwürdigen Bahnhof begegneten. Lange bewegte ich diesen Traum in meinem Innersten, und nun habe ich es euch, liebe Frau, oder eurer Frage zu verdanken, daß ich mir die Bedeutung dieser Botschaft aus der anderen Welt just offenbarte. Und ich hoffe von Herzen daß sie auch euch zu diensten sein kann seht die halle in der ich mich in meinem traum befand war jene an die alle verstorbenen menschlichen seelen kommen da aber viele seelen noch voll von der vorstellung sind die sie sich zeit ihres lebens von einem paradiesischen zustand gemacht hatten konnten sie das licht nicht erkennen das ganz nahe und direkt über ihren köpfen leuchtete Sie waren voll von Ansichten und Meinungen über jenen himmlischen Ort, dass sie diese lichtvolle Glückseligkeit, die sich ihnen unmittelbar und in einer solch unermesslichen Kraft offenbarte, gar nicht wahrnehmen konnten oder wollten. Ihr Augenmerk war nur auf die gespenstischen Schattenzüge gerichtet, die in Wahrheit nichts anderes waren als ihre menschlichen Meinungen, Ansichten und Dogmen doch die allumfassende Wahrheit lässt sich am Ende nicht verleugnen, verdrängen oder gar verschleiern. Sie offenbart sich nackt, unmittelbar, gnadenlos, aber in einer solch liebevollen und gütigen Weise, wie es mit Worten nicht zu beschreiben ist. Daher konnten sie niemals einen der von ihnen selbst künstlich erschaffenen Schattenzüge erreichen, da diese eben nur ihre menschlichen Vorstellungen waren, die keinerlei Bedeutung an jenem himmlischen Ort hatten. Sie hätten im Grunde nur innehalten, zur Ruhe kommen und in heiterer Güte und Gelassenheit ihren Blick nach oben richten müssen, zu jenem allumfassenden, strahlenden und glückselig machenden Licht. All ihr unermüdliches Suchen und rastloses Eilen hätte ihm nu ein Ende gehabt. Daher empfinde ich, dass ihr und auch kein anderer Mensch Angst vor dem Tod zu haben braucht. Letztendlich treffen wir dort nur das an, was wir Zeit unseres Lebens gedacht, gefühlt, getan oder versäumt haben. Es liegt also nur daran, wie jeder von uns sein Leben sieht und bewältigt so wird sich auch das Jenseits offenbaren, und es kann dort auch nur da weitergehen, wo es im Diesseits scheinbar endete. Hetzt also nicht euren Schattenzügen hinterher, versöhnt euch mit dem Leben, mit euren guten und mit euren schlechten Taten, mit euren Freunden wie mit euren ärgsten Feinden, mit der Gerechtigkeit und der Ungerechtigkeit, mit eurem Glück, aber auch mit eurem Unglück. Erkennt eure Illusionen und Enttäuschungen, zieht die Lehre daraus und lasst sie ziehen, trachtet nicht mehr nach eurem Willen, übergebt euren Leib und eure Seele dem allumfassenden Geist, aus dem alles hervorgegangen ist, und vereint euch wieder in Liebe und Dankbarkeit mit ihm. Dann werdet ihr ganz natürlich jenes Licht in euch selbst entdecken, das niemals fern war, niemals fern ist, und auch niemals fern sein wird. Als der alte Weise mit seinen Ausführungen endete, da klärten sich die Augen der sterbenden Frau ein wenig, und auch ihre Angst verwandelte sich zusehends in tiefes Vertrauen. Man konnte nun in ihren Pupillen ein feines Leuchten entdecken, das durchaus jenem Licht ähnelte, von dem der alte Weise berichtet hatte. Was nun die Frau mit der ihr noch verbliebenen Zeit im Diesseits getan hatte, das wiederum vermag ich nicht mehr zu berichten. Doch jeder, der sein Herz den Dingen hinter den Dingen geöffnet hatte, sah, dass diese Frau den ersten großen Schritt bereits tat, sich mit ihrem Leben zu versöhnen. Welche Aufgabe sie nun nach dem Zurücklassen ihres Körpers irgendwann im Jenseits erwartet, das wiederum wäre eine andere Geschichte, die allerdings mit bloßen Worten nicht mehr zu schildern ist. Musik